Schwestern und Brüder, wie geht es Ihnen, wenn Sie hören, dass Jesus demütig ist? In der ersten Lesung ist von diesem Messias die Rede und es heißt, er ist gerecht und demütig. Im Evangelium sagt Jesus, lern von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das Demütigsein ist nicht so eine begehrenswerte Haltung. Schaut ein bisschen aus nach Verlierer sein, schwach sein, ohnmächtig sein, sich schämen müssen, hilfsbedürftig sein. Wenn wir bedenken, dass große Persönlichkeiten in der Heiligen Schrift demütige Menschen waren, und ich verweise auf Mose, der wohl einiges bewirken konnte zwischen Himmel und Erde, im Auftrag Gottes hat er ein ganzes Volk in die Freiheit geführt. Dieser Mose war eine starke Persönlichkeit, außerdem einer, der verhandeln und streiten konnte, der etwas durchsetzen konnte, der auch, und das möchte ich betonen, ein Mann mit Emotionen war. Im Buch Exodus Kapitel 11, Vers 8 heißt es zum Beispiel, dass Mose in einer Verhandlung mit dem Pharao nicht erfolgreich war. Und da heißt es, er verließ den Pharao rot vor Zorn. Rot vor Zorn. Ich sage das manchmal weiter jenen, die sich schuldig fühlen, weil sie auch solche Kraft in sich spüren, die natürlich Kraft zum Einsatz für das Gute ist. Über Jesus heißt es im Kapitel 3 bei Markus, dass er einmal in die Runde schaute und die verstockten Herzen der einiger Männer sah. Da heißt es, er blickte sie an voll Zorn und Trauer. Traurigkeit und Zorn, weil es so ist, wie es ist. Oder Apostelgeschichte 17, Paulus kommt nach Athen, sieht die vielen heidnischen Altäre und Götzenbilder und es heißt, es erfasste ihn heftiger Zorn. Also es scheint, dass das bei den Töchtern und Söhnen Gottes ohne weiteres der Fall sein darf. Was heißt jetzt demütig sein? Über Mose heißt es im Buch Numeri, und ich sage es dazu, Kapitel 12, Vers 3. Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen dieser Erde. Der Demütige ist einer, der weiß, dass er von einem größeren Heer lebt, dass er selbst einer ist, der bedient wird, beschenkt wird. Und Jesus selbst war auch einer, der vom Vater her gelebt hat und lebt, vom Vater her sich beschenkt weiß. Also demütig sein heißt wissen, dass wir nicht Selbstversorger sind, dass wir das Leben nicht selbst produzieren oder machen, sondern dass es uns geschenkt wird und dass wir weiterschenken. Und wer selbst weiß, dass er ein Empfangender ist und weiterschenkt, der wird die beschenkte Person, die unseren Dienst entgegennimmt, nicht demütigen. Weil manchmal könnte es ja passieren, dass der Adressat unserer Zuwendung, unserer Barmherzigkeit und Liebe zu spüren bekommt, wer nun der Bessere ist. Und dass er schön ruhig entgegennehmen soll, aber keine weiteren Ansprüche anmelden soll. Also,
Wer weiß, dass er selbst ein Beschenkter ist mit dem Leben, mit der Lebenszeit, der wird nicht überheblich sein, sondern in Dankbarkeit und Freude entgegennehmen, annehmen und weiterreichen. Jesus selbst sagt, ich bin gütig und demütig von Herzen. Also jene, die Gott über sich wissen, können da ganz entspannt und ruhig, gütig und gelassen sein. Und nach dem Motto leben, wie Gott mir, so ich dir. Ein weiteres ist mir noch sehr wichtig aus dem Evangelium, dass nämlich Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Es ist die Bildsprache, dass Zugtiere eben ein Joch zu tragen hatten und an diesem war eben der Pflug oder der Wagen befestigt. Ja, und so hatte das Zugtier in gewisser Weise zu dienen. Und es ist ein Bild geworden für das, was der Mensch zu tragen hat. Wenn jetzt Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, es ist leicht, dann sagt er, stell dich unter das Joch, ganz nahe bei mir, stell dich unter das Joch, das ich trage. Ich habe nämlich die Last der Erlösung getragen und du brauchst jetzt diese Last nicht mehr tragen. Es ist leicht für dich, ganz leicht. Und mit dem unter dem Joch Jesu stellen, heißt es einfach auch, sich von dem Stärkeren einschulen lassen, ausbilden lassen, mit ihm gehen. Er trägt die Last. Es gibt Menschen, die sich unter ein selbstgewähltes Joch stellen oder einem auferlegten Joch sich nicht entziehen wollen oder scheinbar können. Und wir wissen, dass es viele Aufgaben, Verpflichtungen gibt, die wie eine Last erlebt werden. Es gibt viel Selbstgewähltes, was als Last empfunden wird und weise Menschen beobachten, dass oftmals die Werke der Menschen, die Produkte der Menschen den Menschen belasten und der Mensch beginnt, genau dem zu dienen, was aus seinen Händen hervorgegangen ist. Was tun die Menschen nicht alles für ihre Fahrzeuge, für Luxusgüter, für Immobilien und so fort, für Image, für Prestige? Was tut man nicht alles, um gut dazustehen? Marie Ebner-Eschenbach, eine Dichterin aus Wien, hat einmal gesagt, die glücklichsten Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Sehr viele Menschen haben sich versklavt, fühlen sich gar nicht so schlecht dabei und kämpfen nicht für eine Befreiung aus einer vielleicht unbewussten Sklaverei. Jesus will uns da befreien und manche denken erst später daran, wenn es aktuell wird, dass nämlich das Sterben, der Tod auch für die Nichtglaubenden eine Last sein kann. Die Bibel, der Hebräerbrief genau, bezeichnet es als eine Sklaverei, eine Knechtschaft, wenn wir Angst haben vor dem Tod. Ich zitiere, im Hebräerbrief heißt es, der Sohn Gottes
hat das Menschsein angenommen, um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Also wer Angst hat vor dem Tod, ist in gewisser Weise Sklave des Todes. Jesus sagt, vertraue mir, ich habe den Tod überwunden. Du brauchst das Sterben nicht fürchten. Du kannst jetzt schon in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Du hast jetzt schon, auch durch den Empfang der heiligen Eucharistie, ewiges Leben. Amen. So spricht Jesus: Ich schenke mich in dein Herz, damit wir vereint die Freuden und die Mühen des Lebens haben.